Na, noch nicht ganz. Dann kannst du das ja vielleicht gerade noch essen. Wenn Helorion jetzt bessere Noten gekriegt hat, wie weit ist er denn jetzt? Oh, ja, dann sind wir mit Helorion auf jeden Fall durch. Er hat Note 1 und er hat sein Bestreben erfüllt. Helorion kriegt, wenn er nach Hause kommt, einen Kuchen und darf älter werden. Das hat er sich redlich verdient. Damit ist Helorion definitiv aus unserer Challenge raus. Finde ich gut. Wann würde er denn von alleine altern? Müsste doch jetzt auch demnächst passieren eigentlich. Aber wir machen das anders. Damit wir hier ein bisschen mehr Ordnung reinkriegen. Dann weiß ich nämlich auch, um wen ich mich noch kümmern muss und wer bereits durch ist. So, warum bist du immer noch nicht in der Schule? Würdest du nicht mal... Batman kümmert sich ums Handy. Aber sie mögen sich nicht. Sie mögen sich nicht. Wie wär's, wenn du dich mal um Cindy kümmerst, statt um Chica? Redmond macht brav Hausaufgaben. Warum genau hast du ihn jetzt da reingesetzt? Er hat gar keinen Hunger. Warum kriegt er jetzt was zu essen? Warum sind alle traurig hier? Was soll denn das? Du gehst jetzt zur Arbeit, bitte. So. Auch Ranmas Schulnoten haben sich durch das Projekt verbessert. Du bist aber nur gut. Gut ist nicht gut. Doch, gut ist gut, aber wir waren ausgezeichnet und du musst sowieso noch ein paar Bilder malen. Ranma braucht noch ein bisschen. Und warum du nicht zur Schule musst, weiß ich denn noch nicht. Ja, dann geht Redmond erst morgen zur Schule. Warum bist du immer noch hier? Hör auf zu essen. Spinn's wohl ein bisschen. Du musst Geld verdienen. Wir haben nur 19 Simoleons. Der sitzt da so. La 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 la. Mich lässt kein Schwein hier raus. Lass das arme Kind doch mal da raus. Nee. Wie sieht das denn aus? Geht's ihm sonst soweit gut? Ja, kann danach eigentlich mal aufs Töpfchen gehen. Und kann dann mit dem Tablet spielen. Ja. Warum bist du traurig? Zurückgelassen. Armes Kind. So, du machst brav Hausaufgaben. Sehr schön. Dann kannst du eigentlich schon mal einen Kuchen backen. Eigentlich kochst du ja eher den Kuchen. Warum auch immer, es gibt Schokokuchen. Und die Gikon ist in der Stadt. Das ist ja herrlich. So, du kochst den Kuchen. Redmond wechselt das Sofa, um die Hausaufgaben weiterzumachen. Da muss ich sofort hin. Ja, du setzt dich sofort auf die andere Seite, damit du schön zugucken kannst, wie Mama den Schokokuchen macht. Du musst nicht auf die Gikon. Du musst hier zugucken. Du bist immerhin traurig. Das wird jetzt noch besser, weil dann sieht Redmond so, oh, Mama macht Kuchen. Vielleicht hat sie meinen Geburtstag doch nicht vergessen. Und dann am Ende kommt Helorio nach Hause, bläst die Kerzen aus und Redmond so, oh, nicht mein Kuchen. Okay, ein Test steht an und Ranma LP ist sehr nervös. Sein Kopf ist total leer. Abschreiben vom Nachbarn würde auch nichts helfen, da derselbe schlechte Noten hat. Was soll er tun? Eine Krankheit vortäuschen oder einfach tief durchatmen? Ich glaube, er täuscht eine Krankheit vor. Die feine Intelligenz von Ranma LP ist nicht das Richtige für Tests. Er ist gemacht, um Erwachsene auszutricksen. Schniefend und zitternd schleift er sich zum Schreibtisch der Lehrer und bittet um einen Besuch bei der Krankenschwester. Yes, kein Test heute, sondern eine kuschelige, weiche Decke und der süße Duft von Verbandrollen. So, Redman hat seine Hausaufgaben fertig und geht schon wieder weinen. Warum hast du jetzt den Kuchen in den Kühlschrank getan? Du solltest ihn erstmal dahinstellen und Geburtstagskerzen drauf tun, sonst ist das noch irgendwer.
Wieso kann ich das nicht machen? Ach, wir haben kein Geld. Der ist ja super. Haben wir noch irgendeinen Scheiß, den wir verkaufen können? Nicht wirklich. Dann warten wir einfach, bis er von der Arbeit nach Hause kommt. Aber Raidman kann eigentlich was essen, statt da im Bett zu sitzen und sein Leben zu bedauern. Und vor allem kannst du hier schon mal ein bisschen arbeiten. Level 2. Dann kannst du am besten draußen ein bisschen klettern. Ne, Raidman? Klettern. Geil. Das ist doch dein Favorite. Pst. Pst ist immer gut. Reden. Windeln wechseln. Füttern. Jö. Dann ist das nämlich auch durch. Shiga, geht's gut? Ja. Kannst aber auch mal schlafen gehen. Genug mit dem Tablet rumgedaddelt. Du brauchst eigentlich gar nicht lernen. Du kannst faulenzen. Oder Freundschaften schließen. Das ist vielleicht sogar noch viel besser. Du allerdings, du könntest fleißig sein. So, Shiga schläft. Das ist gut. Wer nervt hier schon wieder? Don. Don, nerv mich nicht. Ich habe 5 Kinder. Ich habe keine Zeit für die Geekon. Und Raidman sitzt da traurig und isst seinen Camper-Eintopf. Das schmeckt gar nicht mal so gut. Ich möchte lieber Zahnräder angucken. Kannst du gleich machen. Hä? Hast du denn jetzt für schnieke Klamotten angezogen? Vor allem warum? Du hast Flipflops an. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass Raidman Flipflops anzieht. Aber okay. Mensch, sportlich der Mann. Extra die Brille runtergenommen. Und schön mit Flipflops auf das Klettergerüst. Das macht bestimmt Sinn. Flipflops! Wenn sie ihn da nicht runterschmeißt, dann weiß ich auch nicht. So, was ist hier los? Nein! 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 Bist du noch ganz dicht, gute Frau? Genau das hatte ich nämlich befürchtet. Bist du noch ganz normal? Du solltest doch nicht den Geburtstagskuchen essen. Blöde Kuh. Nimmst du ihn jetzt schon wieder? Nein! Ey, ist das dein Scheiß Ernst? Lass das bleiben! Hier, ess das Gammel-Sandwich, wenn du unbedingt was essen willst. Hör auf, den Kuchen zu essen! Ich hab gesagt, nein! Auf damit! Kann ich den wieder zusammenbasteln? Mann, jetzt kann ich da bestimmt keine Kerzen mehr draufstellen, oder? Nee. Toll. Super gemacht, blöde Kuh. Ganz toll. Aha! Blöde Kuh. Hä, kommst du denn jetzt her? Ich hab doch gesagt, du sollst hier spielen gehen. Geh gefälligst spielen. Mensch. Schön den Kuchen zerpflückt. Ja, jetzt kann sie auch gleich einen neuen backen. Und das wäre eben nicht passiert, wenn wir uns Kerzen leisten könnten. So, ein Teil von Raidmans Bestreben haben wir erledigt. Dann kann er jetzt auch meinetwegen dann schlafen gehen. Oder mit Puppen spielen. Raidman möchte mit Puppen spielen. Und seine Füße sind im Boden verschwunden. Raidman, du bist ein bisschen seltsam. Du kannst ja mal schlafen gehen. Dann müssen wir mit dir auf jeden Fall noch irgendwo hinreisen, wo so ein blöder Spielturm ist. Und du musst verspielt werden. Dann solltest du vielleicht ein Schaumbad nehmen. Vorher. Und dann kriegen wir das hin. Wundert mich das kein bisschen. Ja, das ist eine gute Frage.
Ranma LP möchte Max mitnehmen. Ja. Wegen mir. Bla bla bla. So. Kind ist da. Das ist schön. Wann bist du zu Hause? Du müsstest doch jetzt eigentlich auch demnächst hier antanzen. Oh, hi Max. So. Wir kümmern uns weiter um Ranma. Was willst du denn spielen? Was ist das? Ach, die Actionfigur. Du brauchst es nicht spielen. Ich meine, du willst Spaß, aber es ist mir egal. Mal mal bitte hier das Bild weiter. Das ist nämlich viel wichtiger, Ranma. So, was ist mit Hilorion? Der will auch irgendwas spielen. Das soll mir recht sein. Genieße die letzten Tage als Kind. Du wirst bald ein Teenager sein. Wer badet denn da? Der kommt hierher und nimmt erstmal... Okay. Frechheit. Blödes Kind. Richtig doofes Kind. Oh, wir sehen hier Fantasiefigur. Nee, 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 so geht das nicht. Da kommt er hierher und dann badet er einfach. Der ist ja schlimmer als Uschi. Ranma, bist du etwa schon fertig mit dem Bild? Tatsache. Ach hier, Ranma ist der fette Künstler hier. So, dann bitte noch einmal Formen zeichnen. Vor allem solltest du vielleicht auch mal Hausaufgaben machen dann. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Ach so, nee, du nicht. Du doch nicht, du. Du sollst das machen. Du kannst nicht zeichnen, weil zu angespannt. Warum? Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Dann schlag den Blafi. Bin für heute weg. Schönen Abend noch. Wir sehen uns dann demnächst. Ich bin jetzt immer noch am Schlafen. Oh. Ranma hat den Burr geknutscht. Ich glaube, das nennt man Burr-Liebe. Oh. Ne Yipsi. Kannst du jetzt zeichnen? Ja. Dann bitte einmal Form zeichnen. Fehlt ja dann nur noch eins, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Die Baby. Ihr Baby schreit. Ah, Max kommt. Max kümmert sich um das Baby. Der Typ ist echt strange. Der kommt hierher, badet bei uns. Dann kümmert er sich ums Baby, sodass Mama nicht mehr hinkommt. Verpiss dich da bitte. Hallo. Geh da weg. Typ. Geh da weg, Mann. So, wir backen einen Kuchen. Wir haben ja keine andere Wahl. Nachdem Snow den anderen Kuchen einfach so angeschnitten hat. So, und du? So, du kannst damit aufhören. Oh, Level 8 hat er schon. Das wird ja immer besser. Ich kann jetzt das Bild malen. Und dann können wir da sowieso nichts mehr machen. Die Kreativität können wir dann noch hochschrauben. Aber wir können auch erstmal die 5 Stunden Musikinstrumente spielen. Dann bist du hier oben. Chica kann mal eben aufs Klo gehen. Was macht sie da? Mhm. Ja. Das sieht gut aus. Der Kuchen wird bestimmt lecker. Level 8 der Kochfähigkeit. Das sah nicht so aus. Das sah nun wirklich nicht so aus. So, wann ist der blöde Kuchen denn mal fertig? Du machst jetzt das Projekt? Okay.
So, und du möchtest jetzt...